Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Leben. Boah, was hast du denn für Zuckung da, Fuchs? Hör doch mal auf. Ah, endlich. Fuchs, jetzt hör doch mal auf, du. Meine Güte, der hat immer zu... Hörst du auf? Ach, was willst du mir sagen? Ach, du willst mir irgendwas sagen? Ach so, das ist heute die vorletzte Folge von Minecraft Leben. Ach, dann geht's ja bald dem Ende zu. Oh, da gönne ich mir doch erstmal eine Karotte hier. Oh, lecker, lecker vom Bäcker. Oh, schmeckt das heute wieder gut hier. Ja, Leute, heute ist die vorletzte Folge von... Das sah gerade komisch aus, was habe ich da... Ach, da war ein Stück Karotte gerade in meinem Unterhosenbereich. Das sah gerade merkwürdig aus. Auf jeden Fall ist das ja heute die vorletzte Folge, liebe Leute. Ich werde heute noch ein bisschen hier zu Ende bauen, liebe Leute. Und werde mit euch ein bisschen quatschen. Und es gibt eine Besonderheit. Ja, ja, liebe Leute. Was passiert denn, wenn ich jetzt ab Folge 50 hier aussteige? Was passiert hier mit meinem Grundstück? Da habe ich mir mal doch seit längerem schon Gedanken gemacht. Habe ich mir Gedanken gemacht, ja. Komm, währenddessen machen wir doch mal ein bisschen hier, ich muss ein bisschen Stein machen, Leute. Leute, ich muss die Folge schön in die Länge ziehen, damit das schön interessant für euch ist. Das machen YouTuber von heute so. Ich brauche ganz viele davon, von diesen Torbögen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was passiert mit meinem Grundstück? Beziehungsweise, wer bekommt mein Grundstück? Ich möchte mein Grundstück verschenken, liebe Leute. Es gibt da, ja, eine Person, die ist mir besonders positiv aufgefallen. Seitdem wir dieses Projekt am Laufen haben, ich muss mal gerade gucken. Schön erstmal wieder in die Länge ziehen, ich mache es immer spannend. Ich muss gerade mal gucken, wo fange ich denn mit den Torbögen an? Ach, ich sage, ist ja Latte, ich kann ja auch hier anfangen, ne? Ist doch egal, so nebenbei arbeiten und reden, das muss man schon können. Mache ich das hier gerade richtig? Ich glaube schon, ne? Gerade mal kurz gucken. Ja, doch, so wollte ich das haben. Ja, eine Person ist mir sehr positiv aufgefallen. Ich finde es immer gut, wenn Leute das Projekt schön mitverfolgen über YouTube, ne? Schön kommentieren. Das finde ich immer besonders cool. Leute, die auf dem neuesten Stand sind, da weiß ich halt, die interessieren sich für dieses Projekt. Die machen hier richtig gut mit. Und die unterstützen mich und den Easy Gamer. Das finde ich dann besonders gut. Und dann dachte ich mir, dieses Grundstück bekommt jemand mit diesem Namen. Punkt, Punkt, Punkt. Dann mache ich es jetzt nochmal spannend. Ey, bleibst du wohl hier? Es wird spannend. Nicht abhauen. Ja, genau. Ich möchte noch ein bisschen drumherum reden, Leute. Es macht mir gerade so ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich das Grundstück auf mehreren Leuten aufteile. Da bin ich mir jetzt doch recht sicher, dass ich erstmal eine Person benenne. Und diese Person kann natürlich dann machen mit dem Grundstück, was es möchte. Ich hoffe mal nicht, dass das komplett zerstört wird, aber das kann ich mir nicht bei dieser Person vorstellen. Man kann es natürlich weiterbauen. Man kann es natürlich auch als Farming-Lager benutzen. Man kann hier alles abfarmen, Gegenstände, was man braucht hier, also die Rohstoffe und alles hier, kann man natürlich machen. Wie gesagt, man kann tun und lassen, was man will mit meinem Grundstück. Theoretisch könnten auch zwei Leute hier drauf wohnen. Es gibt ja zwei Häuser. Zwei schöne Häuser. Die müsste man vielleicht einen Tick einrichten, aber so vom Platz her sind die doch schon ganz geräumig. Und wer kann das halt schon sagen, dass er auf Screenfans Grundstück oder auf Screenfans Anwesen jetzt wohnen darf? Leute, ne? Der König geht und ein neuer Mieter wird hier einziehen. Hoffe ich mal. Gut, man kann hier noch sehr viel rausmachen. So. Aber meine Zeit ist begrenzt. Ich werde es nicht mehr schaffen. Ich werde nächstes Jahr in die Rente gehen. Ich bin schon 76. Ich kann gerade noch mit meinem Rollator nach Rewe fahren, um mir 1 Liter Vollmilch kaufen. Dafür reicht das Geld gerade noch. So, ich muss gerade mal hier. Ich glaube, ich habe die inneren Bögen alle schon fertig. Ach, da habe ich einen Baufehler wieder drin.
Ja, reden und bauen, das können nicht viele YouTuber, ihr seht es ja an mir. Okay, hier habe ich diese Torbögen schon drinne. Ich finde, das sieht schon ein bisschen ordentlicher aus. Ich habe gerade übrigens nochmal vor der Folge so ein bisschen gefarmt, Erde und Stein, damit ich euch damit nicht langweilen muss. Also müsst ihr euch nur mein langweiliges Gejammer hier anhören. Ach, guck mal. Hier habe ich schon die Torbögen überall drinne. Schön. Gut. Also, ihr braucht nicht vorspulen. Ich sage euch jetzt, wer das Grundstück bekommt. Das Grundstück von mir, von Minecraft-Leben bekommt. Oh, boah, ich habe in letzter Zeit so oft Husten, ne? Oh, da kribbelt es mir in meinem Hals und dann muss ich immer direkt husten. Da muss ich immer in die Apotheke laufen und mir dann Hustensaft holen oder irgendwelche Lutschtabletten lutschen. Ja, ist nicht so geil, Leute. Ey, warum ist mein Stein schon aus? Das kann doch nicht sein. Da muss ich gleich wieder Stein farmen. Aber wir haben noch Erde. Können wir mit Erde weitermachen? Ich habe doch vorgesorgt, Leute. Ich habe. Oh, guck mal. Jumping Sheep. Kennt ihr das neue Spiel? Jumping Sheep. Man muss immer gleichzeitig mit dem Schaf springen. Seht ihr? Dann kriegt man Bonuspunkte. Ah, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ah, guck mal, das verarscht dann auch manchmal das Schaf. Jetzt bleibt stehen. Guck mal, er ist richtig schwer, das Spiel. Leute. Bestes Spiel 2018. Jumping Sheep. Müsst ihr mal googeln. Jumping Sheep. Nachher gibt es wirklich davon ein Spiel und ich wusste das gar nicht. Dann bin ich ein Hellseher. Oh. So. Ich kann euch nochmal kurz das Grundstück. Ich kann jetzt nicht in Kreativ gehen. Ich gehe in der letzten Folge in Kreativ, Leute. Da kann ich hier mal richtig um das Grundstück rumfliegen. Es handelt sich um dieses große Anwesen. Das bekommt jemand. Ah, ist schon cool, ne? Also ich würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ich sowas Schönes kriegen würde. So. Duck, duck, duck. Hier auch nochmal kurz weg. Jo, wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Ach, gerade ist angefangen. Ich habe jetzt so viel rausgeplappert. Ich dachte, ich habe hier schon drei Folgen hintereinander aufgenommen. Jo, beim Easy Gamer entsteht ja auch richtig vieles, ne, Leute. Schaut bei ihm gerne auch mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Der gibt sich ganz schön Mühe mit seinem Mega-Grundstück. Das ist ja mal, ich würde mal sagen, jo, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal größer als meins. Könnte man so ungefähr tippen. So scharf. Ich glaube, ich baue dich ein. Ich möchte dich auf dem Grundstück behalten. Lebendig. Lebendig begraben. Das wünscht sich jeder hier. Von so einer famen Person wie mich. Wie mich? Wie mir? Oh mein Gott, jetzt fehlt mir auch noch das Deutsch. Ich kaufe mir gleich mal einen Deutschduden. Gibt es eigentlich Deutschduden in Rewe? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall erstmal ein krasser Absturz hier. Der Screenfall ist ganz schön abgestürzt. Damals war er noch erfolgreich mit Minecraft City 2. Und jetzt hier muss er Minecraft Leben schon spielen, damit er über die Runden kommt. Ja, die Miete muss bezahlt werden, Leute. Ja, hier muss ich weitermachen. Das ist natürlich gefährlich, dass ich hier reinfalle. Das ist sehr gefährlich. Hals- und Beinbruch. Oh Gott, ey. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, dieses Ganze. Wie nennt man das nochmal hier? Nicht Aqua Farming. Wie heißt denn das hier nochmal? Terraforming, genau. Das Wort habe ich gesucht. Ey, krasses Wort, ne? Dafür, dass es nur heißt, dass wir es mit Erde zubauen möchten, heißt das gleich Terraforming. Auch alle? Ah, ich habe doch noch Erde. Boah, ich dachte schon, ey. Ich habe so viel gefarmt. Ich dachte, ich muss doch irgendwie über die Runden kommen. Das wäre ja ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt nichts mehr habe, was ich hier tun könnte. Ja, klar. Wieder ein Abstieg von Screenfun, Alter. Schon dritte Liga. Gerade noch zweite Liga gewesen. Ja, auf jeden Fall. Möchte ich das in gute Hände geben? Beziehungsweise ich möchte das in die Hände desjenigen geben, der das Projekt schon lange verfolgt, das kann ich schon mal sagen. Der oft Kommentare schreibt. Der auch bei dem Projekt so oft hierbei ist. Der mir in einer Stunde circa 30 Partyanfragen schickt. Der einen Spruch hat über seinen Namen. Jetzt verrate ich schon sehr viel, ne? Der die längsten Kommentare bei diesem Projekt geschrieben hat, definitiv. Damals war es noch Gurki, der extrem lange Kommentare geschrieben hat. Jetzt ist es jemand anderes. Und derjenige heißt Sammy. Sammy-Style, immer geil, bekommt das Grundstück. Jetzt den Glückwunsch, Sammy. Du hast es dir echt verdient.
Du mit deinen tollen Kommentaren, die mir manchmal extrem zu lang waren, aber extrem geil waren, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich es einfach immer abgekürzt und habe einfach immer ein Herz gegeben, anstatt ich da jetzt ein halbes Telefonbuch noch mit reinschreibe. Richtig geil von dir. Du hast es dir echt verdient. Ich habe mir Gedanken gemacht. Es waren so zwei, drei Personen im Spiel, wo ich dachte, wer kriegt dieses Grundstück? Und Sammy, du hast dich doch abgesetzt. Ja. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was du mit diesem Grundstück machst, ob du es überhaupt annehmen möchtest. Wenn du sagst, nein, brauche ich nicht, möchte ich nicht, du bist ein Arsch, kannst du selber behalten, du hast gescheatet, du hast mich getötet, keine Ahnung was, dann habe ich natürlich noch andere Personen. Aber das werde ich natürlich jetzt nicht verraten. Aber Sammy hat sich klar durchgesetzt, muss ich wirklich sagen. Ich sehe es schon an euren Kommentaren unter meinem Video, ob ihr das Projekt wirklich so mitschaut, verstanden habt und überhaupt mich so damit auch unterstützt, Leute. Weil ich sag mal so, cooles Video oder so, das kann jeder schreiben, der das Projekt noch nicht mal kennt. Oder erster oder fünfter oder zweiter. Ach, Leute, was soll ich mit so welchen Kommentaren anfangen? Wenn ihr Kommentare schreibt, schreibt gerne mit Inhalt. Am besten lieber diese aktuelle Folge. Das würde mich immer echt freuen. Das macht ihr auch zum größten Teil. Und ich muss auch sagen, ihr seid echt gute Community, Leute. Ich hatte bis jetzt mit allen Community-Projekten immer eine super Community. Das wechselt ja ab und zu mal durch. Aber es bleiben viele alte Leute aus den alten Projekten auch noch immer am Start. Das finde ich auch noch besonders cool. Super Durchhaltevermögen von euch, Leute. Schön. Schön, schön, schön. Auf jeden Fall. Ja, ist nicht so einfach, alles nochmal so rauszuhauen in den letzten Folgen. Dass man ja nichts vergisst. Aber ich finde das schön, wenn das so glatt ist. Ich mag das irgendwie. Ich weiß, Easy Gamer mag das alles so ein bisschen bergig und so. Und ich bin so der Party, der glatte Typ. Ist ja cool, hat man zwei verschiedene Stile. Aber ich muss den ganzen Schrott hier noch zumachen. Ey, Leute, was habe ich mir hier vorgenommen? Hannes, hi. Du kriegst auf jeden Fall Rechte. Du hast mir so schöne Sachen getradet bei Rocket League. Wir haben auch zusammen öfter mal Rocket League gespielt. Übrigens, das letzte Mal, wo wir Rocket League zusammen gespielt haben, ey, haben wir da abgesahnt. Das wollte ich dir auch noch gesagt haben, Hannes. Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, wir haben drei, vier Spiele gemacht. Erstmal alle gewonnen. Okay, ist jetzt keine große Kunst. Aber wie wir gespielt haben, Alter. Da kann ich mir, da weiß ich noch, da habe ich so eine Flanke gegeben, so in Strafraum. Und er hat die per Direktabnahme, hi, per Direktabnahme verwandelt. Das sah schon geil aus, ey, muss ich sagen. Da dachte ich auch nur, was ist denn das für ein geiler Tag heute, ey? Da haben wir auch richtig gute Gegner abgezogen, ne? Also keine Schlaffis, die waren echt gut. Das war echt ein krasser Tag, ey. Habe ich leider nicht aufgenommen, Leute. So, boah, ich muss aufpassen, ich verliere ständig runter. So, natürlich, Sammy, kannst du mit dem Grundstück machen, was du möchtest. Du kannst natürlich das Grundstück auch mit anderen Leuten teilen, wenn du möchtest. Wenn du sagst, ach, mit dem habe ich gerne gespielt. Der darf auch einziehen oder überhaupt. Du kannst entscheiden. Du hast gewonnen. Bei meinem, ja, Gewinnspiel war es ja nicht wirklich. Ich habe es ja entschieden, dass ich das halt abgeben möchte, ne? Das soll sich jemand verdienen. Jemand, der fleißig war, der hat es auch verdient, Leute. Ich habe schon wieder keine Erde. Ja, tolle Wurst. Ja, das wichtigste Thema ist durch. Das Grundstück ist verkauft, verschenkt, wie man auch sehen möchte. Ich möchte nochmal gerne das Grundstück doch mal einmal so ein bisschen zeigen. Dazu gehört auch natürlich mein Pferd, ne, und mein Lama. Sogar lebendige Sachen verscherbel ich hier. Ja, vielleicht haben wir hier ein bisschen höheren Punkt. Ja, vielleicht kann man es so ganz gut erkennen. Ja, Leute, das war's mit der vorletzten Folge. Die letzte Folge wird noch mal ein bisschen anders. Da werde ich in Kreativ noch ein bisschen was machen. Auf jeden Fall, ich mache das mal so. Mal, damit man mein Grundstück auch so sieht im Hintergrund. Noch ist es ja mein Grundstück. In der nächsten Folge auch noch. Und dann aber nicht mehr. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Richtig cool, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ja, was soll ich sonst noch sagen, außer liken, bei Easy Gamer vorbeischauen und einfach eine schöne Zeit haben. Ja, Leute, ich sag mal tschö mit Ö und wir sehen uns in der letzten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao. Immer diese Zuckung. Hör da mal auf, Fuchs. Ach, endlich.